Bin gerade fertig geworden. In der Armprobe ist soweit alles vorbereitet. Prothese, Patient, Techniker, alle da. Heute kümmern wir uns um die statische Armprobe einer Unterschenkelprothese. Wie läuft die ab? Auf was muss man achten, damit am Ende eine 1A-Prothese rauskommt? Holt euch noch etwas zu trinken und macht euch gemütlich. Denn das klären wir jetzt. Bei Gottet. Heute wird's ernst. Die erste Generalprobe für unsere Unterschenkelprothese. Nach dem Werkstattaufbau steht heute die statische Armprobe an. Hier könnt ihr nochmal euer Wissen über den Werkstattaufbau auffrischen. Zur Armprobe brauchen wir erstmal drei Dinge: unseren Techniker, unseren Anwender und die Prothese. Mit, ganz wichtig, passenden Schaft. Darum geht es hier erstmal nicht. Aber bevor sich der Patient auf die Prothese stellt, muss der Schaft passen. Also keine scharfen Kanten, gutes Volumen, richtige Anlageflächen und so weiter. Macht Sinn, oder? Wenn der Schaft passt, geht es jetzt um die Feinjustierung der Prothese. Hier schauen wir nach, ob der Standard-Werkstattaufbau für den Anwender ein bisschen modifiziert gehört. Jeder ist ein bisschen anders und jede Prothese gehört auf den einzelnen Anwender zugeschnitten. Bei so etwas Wichtigen wie den eigenen Beinen ist das Beste gerade gut genug. Na dann, auf geht's! Nicht so schnell. Wichtig: den Anwender noch nicht losgehen lassen. Erst überprüfen wir, ob die Statik passt und kein Sturzrisiko besteht. Also erst wäre es wichtig zu wissen, ob man stehen kann, bevor man den nächsten Marathon angeht. Aber wann wissen wir denn, ob der Aufbau passt? Wenn er am besten unsere Versorgungsziele erfüllt. Ah, stimmt. Die Hauptfunktionen der Unterschenkelprothese. Jetzt fokussieren wir uns hauptsächlich auf die Kniefunktion bzw. Kniebelastung und die Stehfähigkeit. Die anderen Ziele bauen darauf auf. Erstmal muss die Basis stimmen. Wie auch die anderen Vorgaben ist das hier ein Leitfaden zur Orientierung. Im Alltag gibt es immer Ausnahmen, Abweichungen, Sonderwege und Abkürzungen. Aber es ist einfacher, sein Ziel zu erreichen, wenn man sich an einer Hauptstraße orientieren kann. Und jetzt? Machen wir das gleiche wie in der Werkstatt, nur mit dem Anwender? Mit dem Senkblei schauen, ob alles passt? Wenn wir jetzt im Stehen alles überprüfen sollen, wo bekommen wir jetzt neue Infos darüber her, ob die Prothese gut aufgebaut ist? Ich habe doch schon geschaut, ob die Prothese gut ausgerichtet ist, im Aufbaugerät. Was war noch einmal unser Ziel? Eine physiologische Kniefunktion und Kniebelastung. Soll ich jetzt einfach nachfragen, ob der Anwender die Prothese gut findet? Das ist ein Teil. Was bestimmt denn maßgeblich die Kniebelastung? Die Bodenreaktionskraft. Wenn man die nur sehen könnte, dann wüssten wir genau, wie das Knie belastet wird und könnten die Prothese genau nach diesen Vorgaben ausrichten. Von Natur aus sehen wir nur sehr wenig. Wir können keine Kräfte sehen, sondern nur die Auswirkungen davon. Also brauchen wir Hilfsmittel, die uns beim Sehen helfen. Das ist eines davon. Das ist ein Gerät, was es uns ermöglicht, die Bodenreaktionskraft zu sehen. Also fast, aber das klären wir gleich. Diese roten Punkte symbolisieren die Kraftmessdosen in den Ecken. Auf dem Schlitten links befindet sich ein Laser, der sich je nach Belastung verschiebt und uns zeigt, wo sich die Bodenreaktionskraft befindet. Krass, oder? Das Teil heißt Lazar Posture. Nicht Laser, sondern Lazar. Genau wie Laser ist der Ausdruck Lazar ein Akronym. Also es sind die zusammengesetzten Anfangsbuchstaben von mehreren Wörtern. Das Lazar steht für Laser Assisted Static Alignment Reference. Und Posture ist der englische Ausdruck für die Körperhaltung. Und dieser Gameboy hier ist die Anzeige, mit der man alles, was man braucht, ablesen kann. Aber bevor ich euch zeige, warum und wie uns das Lazar bei der Prothesenanprobe hilft, möchte ich euch kurz näher bringen, wo dieses Werkzeug herkommt. Habt ihr schon mal Google Scholar benutzt? In der Suchmaschine von Google für Studien steht unten immer ein kleiner Satz, nämlich auf den Schultern von Riesen. Dieser Satz stammt von Isaac Newton. Der hat einmal gesagt, er kann nur so weit sehen, weil er auf den Schultern von Riesen steht. Das heißt, er konnte nur so große Entdeckungen machen, weil große Köpfe vor ihm so viel Vorarbeit geleistet haben. Bei uns ist das nicht anders.
Wir können jetzt nur deswegen so locker über einen einfachen Prothesenaufbau reden, weil sich vorher richtig schlaue Köpfe hingesetzt haben und diese ganzen Regeln in feinster Kleinarbeit herausgearbeitet haben. Hier in unserem Fall kann man nicht über den Prothesenaufbau reden, wenn man nicht den Namen Blumdritt kennt. Professor Blumdritt ist einer dieser Riesen und hat zu einem großen Teil die Aufbaurichtlinien herausgearbeitet, die ich euch jetzt so ganz locker erzählen kann. Dank dieser großen Köpfe können wir heute so gute Prothesen bauen, die man selbst beim Hinschauen kaum mehr als solche beim Gehen erkennt. Nehmt das nicht als selbstverständlich hin. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter. In allen Bereichen finden sich solche Riesen, auf deren Schultern wir stehen. Dann versteht sich's von selbst, wenn man sich mal anschaut, wer uns hier so eine gute Aussicht beschert. Was genau kann das Lasar jetzt eigentlich? Wie wir vorhin gesehen haben, projiziert es den Angriffspunkt der Bodenreaktionskraft mit einem Laser. Aber warum reicht da nicht ein Punkt auf der Platte? Der Laser zeigt uns noch mehr. Um das zu verstehen, erzähle ich euch jetzt was, was ihr wahrscheinlich bereits wisst, nur um sicher zu gehen. Die Bodenreaktionskraft verläuft schräg. Und jede Kraft kann man zerlegen in ihre Anteile. In unserem Fall in eine senkrechte und eine horizontale Komponente. Also zeigt uns der Laser die senkrechte Komponente der Bodenreaktionskraft und den Angriffspunkt. Damit kann man doch was anfangen. Je weiter proximal wir uns bewegen, desto mehr weicht der Laser von der echten Bodenreaktionskraft ab. Aber man kann trotzdem Vorgaben für die senkrechte Komponente entwickeln. Das ist zum Glück bereits passiert. Es gibt zwar auch schon ein 3D-Lasar, aber darum geht es in diesem Video nicht. Das heißt, wenn ihr euch auf das Teil draufstellt und euer Gewicht verlagert, wandert der Laser mit und liefert euch quasi Echtzeitdaten. Da wir ja wissen, wie unser Laser verlaufen muss, können wir uns jetzt am Patienten im Stehen anschauen, ob unser Aufbau so passt. Und das objektiv, mit echten Daten und Zahlen. Ein gutes Gefühl für den Prothesenaufbau zu haben, ist eine wichtige Fähigkeit. Nur kann man das Gefühl nicht aufschreiben. Und bei jedem ist das ein bisschen anders. Mit dem Lasar kann man den Prothesenaufbau standardisieren und mit Zahlen belegen. Somit wird das Ganze leichter und auch besser, weil wir uns jetzt darüber unterhalten können, wie die Werte verlaufen sollen. Anstatt sagen zu müssen, ich habe aber das Gefühl, dass es nicht ganz passt. Aber ich kann auch nicht ganz sagen, warum. Das gehört mit solchen Werkzeugen zum Glück der Vergangenheit an. Dann starten wir mal mit der Armprobe. Jetzt wird's ernst. Auch hier sind alle Angaben Richtwerte und im Alltag kann es immer Abweichungen und Sonderlösungen geben. Trotzdem haben sich diese Vorgaben zu Recht in der Branche durchgesetzt. Das erste, was der Anwender sofort spürt, ist, ob die Prothesenhöhe stimmt. Es gibt viele Wege zu überprüfen, ob ihr das Prothesenrohr noch ein bisschen reinschieben oder rausziehen müsst. Mögliche Methoden sind Beckenwagen, das Messen der Spinnen zum Boden oder auch das Lasar. Dabei muss sich der Laser im Verlauf der Dornfortsätze befinden. Achtet dabei auf mögliche Kompensationen des Anwenders, die eine falsche Prothesenlänge kaschieren können, wie eine Knieflexion, ein Spitzfuß oder das nach vorne oder hinten Stellen des Beines. Meistens haben die Anwender für die Höhe der Prothese ein sehr gutes Gefühl. Jetzt wird's spannend. Ab zur Stellung des Schafts. Wenn wir eine zu geringe Flexionsstellung eingebaut haben, steht die Prothese nach dorsal versetzt weg. Bei einem zu großen Flexionswinkel ist das genau andersrum. Die Prothese steht nach vorne. Wenn ihr sowas seht, muss der Flexionswinkel des Schaftes geändert werden. Wenn dann das passt, nutzen wir endlich unser Spezialgerät. Sagittal sollte die Belastungslinie, also unser Laser, ca. 15 mm vor dem Kniedrehpunkt nach Nitat verlaufen. Plus minus ein paar Millimeter. Der Anwender steht jetzt nur mit einem Prothesenbein auf dem Lasar. Das ist der Abstand, bei dem das extendierende Kniemoment stark genug ist, um das Knie zu sichern. Aber nicht zu stark ist, weil sich sonst der Gastrocnemius zur Kniesicherung einmischen müsste, was beim Stehen nicht physiologisch ist. Das Knieextensionsmoment wollen wir haben, nur nicht zu viel davon. Beim Fuß sollte der Laser zwischen 4 bis 6 cm vor der mittleren Schraube des Gelenkadapters verlaufen. In dieser Ebene stellen wir sicher, dass der Vorfußhebel ausreichend vorhanden ist, aber nicht zu stark wirkt. Wenn ihr nicht diese Werte habt, müsst ihr die Plantarflexion des Fußes dementsprechend ändern. Dann schauen wir uns die Prothese mal von frontal an. Da sollte die Lastlinie an der lateralen Patellakante verlaufen und durch die Mitte des Prothesenfußes.
Am Rohradapter sollte die grob 5 cm lateral verlaufen. Achtet frontal darauf, dass der Fuß plantigrad auf dem Boden steht und verändert leicht die Pro- und Supination, wenn ihr nicht im Bereich dieser Vorgaben seid. Das wären die Richtwerte. War doch gar nicht so wild, oder? Was passiert eigentlich, wenn der Anwender mit beiden Beinen auf das Lassat tritt? Nicht viel. Aber auch hier gibt es eine Regel, die uns beim Prothesenaufbau hilft. Wenn man mit beiden Beinen draufsteht, zeigt der Laser nicht mehr die Position der Bodenreaktionskraft bei einem Fuß, sondern die Position des Schwerpunktes in der entsprechenden Ebene an. Das hilft uns auch beim Prothesenaufbau. Wenn also der Anwender mit beiden Beinen draufsteigt, sollte der Laser, zum Beispiel sagittal, maximal 10 bis 15 mm von den Idealwerten abweichen. Wenn es mehr ist, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Beine unterschiedlich belastet werden und es zu unphysiologischen Belastungen kommt. Und dann tastet man sich an die Zielwerte ran. Es kann auch sein, dass ihr die Position der Komponenten nochmal überarbeiten müsst. Am besten überprüft ihr das nochmal im Aufbaugerät, wenn ihr mal viel umgestellt habt. Neben dem Verstellen der Pronation, Supination, Flexion und so weiter, kann es auch manchmal notwendig sein, einfach nur die Position des Schaftes oder des Fußes zu ändern. Da bietet sich das Parallelverschieben an. Wenn ihr hier den Fuß nun weiter lateral haben wollt, kippt ihr den Rohradapter und dreht den Fuß dementsprechend entgegen. Aber behaltet immer die Zielwerte im Kopf. Wenn wir uns in diesen Vorgabenbereichen befinden, stellt das sicher, dass wir die bestmögliche Prothese gebaut haben. Zwei Drittel sind geschafft. Jetzt bleibt nur noch die Probe auf Exempel, die dynamische Armprobe. Um die kümmern wir uns gleich. Aber jetzt habt ihr wieder einen weiteren Grundstein für eure Ausbildung gelegt. Oder ihr habt euer Wissen wieder ein bisschen aufgefrischt. In beiden Fällen macht das die Arbeit ein bisschen leichter. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Dann sehen wir uns gleich zum Finale und zu den letzten Feinschliffen an der Unterschenkelprothese. Zum nächsten Video. Bei Gottet!